Wir schauen heute ins Rider-Waite-Tarot und sehen mal nach, was unsere Tageskarte ist für den 30. Juli. Für den 30. Juli eine Tageskarte, bitte. Dankeschön. Wir haben die Königin der Münzen. Königin der Münzen ist eine Erdkarte. Das bezieht sich sehr stark auf die Zeichen Jungfrau, Steinbock und Stier. Und diese Karte hat sehr viel Fruchtbarkeit in sich, weil man hat hier die Blüten, ja, die Blüten, der Blütenkranz steht immer für Wachstum. Deine Projekte wachsen und dein Geld wächst auch damit, ja. Das heißt, man kommt in eine Zeit der Stabilität, der finanziellen Stabilität. Man hat hier für lange Zeit ausgesorgt quasi. Man weiß, dass das Geld stetig hereinkommt. Man kann sich darauf verlassen, ja. Man ist in einer sehr guten Position. Und wenn man das gerade nicht selber ist, dann ist das vielleicht eine Position oder eine Person in deiner Umgebung, die vielleicht sogar für deine Projekte Geld her oder zur Verfügung stellen kann. Vielleicht ist das jemand, der für dich bürgt, damit du irgendwo ein Geschäft gründen kannst. Vielleicht ist das jemand, der tatsächlich in dein Geschäft investiert, ja, ein Sponsor. Das können verschiedene Menschen sein. Es kann auch sein, dass das einfach nur ein Mentor ist, der dir bezüglich des Geldes sehr gute Ratschläge gibt. Jemand, der dir sagen kann, okay, pass auf, in diese Aktie eher investieren, in die eher nicht. Solche Dinge. Das heißt, wir haben hier jemanden, der bereits Geld besitzt, der bereits viel Erfahrung hat und viel auf der Seite hat und der helfen kann. Ja? Ich wünsche dir damit ein schönes Tagerl und bis bald. Tschüss.